Wir sind wieder da. Hallo Leute, das ist richtig cool. Bloody und Morphus spielen weiter Pokémon Silber. Ja, wir spielen weiter Pokémon Silber. Ich brauche keinen Papagei, vielen Dank. Ich brauche keinen, der so ein Blödsinn labert. So, und weil wir gesagt haben, wow, wir gegen dir habe ich den Fisch verloren. Haben gesagt, wir lassen keinen Trainer aus. Ergo, lassen wir keinen Trainer aus. Kämpfe ich weiter gefleißt. Sehr schön. Er schickt Carpador in den Kampf. Wer hätte es erwartet? Er hat 4 Pokémon. Ein Carpador Level 5. Was wird es als nächstes machen? Er setzt Platsche ein. Das berühmte Klischee, der berühmte Witz, dass Platsche eine der wenigen Attacken ist, die wirklich nichts an Auswirkungen haben. Außer bei Bloodys Mutter, da macht Platsche Schaden. Tut mir leid. Ich muss Wechsel umstellen. Okay. Ich muss den Wechsel umstellen, ich muss dich auswechseln. Du musst mir... Wirklich? Okay. So, jetzt spielen wir alleine weiter. Jetzt haben wir endlich unsere Ruhe. Nein, war nur ein Spaß. Ich muss ja irgendjemanden haben, mit dem ich lästern kann. Über den ich lästern kann. Ach, ihr wisst schon. Ich will meinen Pokémon nicht wechseln, aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe nur 10 AP und Wachstum. Und das heißt, wir brauchen schnellstmöglich Rasierblatt. Sollte aber auch auf 13 oder 14 drin sein. Was? So früh? Das war einer der stärksten. Okay, das Pokémon ist Level 15. Das heißt, eigentlich müsste es schon Tackle beherrschen. Aber das verraten wir natürlich dem Carpador nicht. Dass es noch was anderes machen darf. Das ist wie damals die Leute in den Westen, die nach der Wende nicht begriffen haben, dass sie im Fernsehen auch was anderes gucken dürfen. In den vielen neuen Bundesländern, Entschuldigung. Ja, du hast gesagt im Westen. Du hättest sagen müssen im Osten. Genau. Deswegen kam dein Witz nicht. Ich weiß. Tja, war nicht alles schlecht im Westen, ne? Nicht alles. Wir hatten uns. Das war ja im Osten. Im Osten, okay? In the East. So. Der Angler steht nur noch halb im Bild. Der will so schnell wie möglich weg. Das machen die immer. Immer. Mit A am Ende. Immer. Meine Pokémon? Frisch gefangen. Ja, dann werden sie bestimmt mega stark sein. Nicht. Achmed. Ist so mein Name Achmed. Quapsel ist auch ein cooles Pokémon. Okay, Quapsel ist kein cooles Pokémon. Wir schlafen. Haben wir was gegen Schlafen dabei? Nein. Warum gibt es eigentlich keinen Aufwecker? Ich habe gesagt, ich brauche keinen Aufwecker, genau. So. Blubber. Oh, das wird sehr wehtun. Das wird sehr wehtun. Das wird so wehtun. Habt ihr das gesehen, wie das wehtat? Oh mein Gott. Schlaf ist übrigens die einzige primäre Statusveränderung, die sich von selbst heilen kann. Denn was schläft, das ist nicht kann richtig. Auch aufwachen. Ach nee, man brennt immer weiter, man ist stets paralysiert. Man ist aber nicht stets eingefroren, man hat auch eine Chance aufzutauen. Also spätestens ab der dritten Generation müsste das gehen. Also das ist, ich weiß nicht, wie es hier in dem Generation ist, aber ich bin ziemlich der Meinung, dass es auch geht. Ja, es kann Blubber, deswegen möchte ich, auch wenn es jetzt krass 9 oder 10, ich weiß nicht mehr genau, Level drunter ist, möchte ich es jetzt nicht austauschen, mein Knuffenser, gegen mein Igelavar. Es hat, sammelt gute Erfahrungspunkte, wenn es viel Schaden nimmt. Jetzt müsste es aufwachen. Das, ja. Das hätten wir mal nachgucken, weil mich muss das total interessieren. Mich interessiert das total, ob das... Jetzt sind wir wieder weg. Aber wir haben ja eine KP-Anzeige, die uns schätzen lässt bei einem durchschnittlichen Blubber von wie hoch? 2 KP, glaube ich. 2 oder 3? Auf jeden Fall 2. Selbst mit einem Crit sollten wir jetzt noch nicht besiegt sein. Okay, einen machen wir noch danach. Und wir machen noch 2. Na, den jetzt noch und dann noch einen. Und ansonsten gibt es erstmal einen Trank. Nofensa feste, tief und Schlaf.
Nur wenn das Quapsel seine Blubbertang aufbraucht, kann es irgendwann nur noch Hypnose. Oder darf aber, das ohnehin tot sein. Ja, genau. Ja, genau. Wenn jetzt noch was kommt, ich weiß nicht, kommt aber 132 reicht für Level 10. 1-2-3. Nee, 1-3-2, verdammt. Ich denke, da kommt nichts mehr. Da kommt noch ein Quapsel. Nee, ich hau einen Trank rein. Es wird vielleicht Hypnose gleich am Anfang spammen, aber das ist mir egal. Blubber. Nein, es blubbert vor sich hin. Es spammt keine Hypnose. Ich bin ja erstaunt. Aber wir haben auch nur noch zweimal. Und es hat Drang eindeutig eine höhere Initiative. Da sieht man, dass Level eben nicht alles ist. Das Nein, es ist ein Wasser-Pokémon. Immer an. Und die haben hohe? Wasser-Pokémon haben für gewöhnlich eine relativ hohe Initiative. Die können sich im Wasser halt schnell fortbewegen. Aber im Land eigentlich nicht, aber egal. Das interessiert der Pokémon nicht. Ich meine, wenn ein Pokémon wie Carpador oder Goldini an Land was ausrichten kann. Oder ein Wailord. Wir haben übrigens wieder 132 Erfahrungspunkte bekommen. Das hängt nämlich vom Pokémon ab und nicht vom Kampf. Gut, dann dürfte das auch geklärt sein. Wir gucken das auf jeden Fall nochmal nach, weil es kann natürlich sein, dass... Es ist Nachmittag geworden. Na, es ist Nacht geworden. Ach, wow, ist es schon... Nee, es ist... Ich glaube... Ist es hier Nacht zwei, oder ist es Abend? Nein, es gibt zwei Tageszeiten nur. Ist nur zwei? Ja, ein Felino. Das ist doch mal fast wert. Gefangen zu werden. Genau. Ah, mit dem Flame wird es jetzt schwierig, das nicht zu töten. Aber mit einem sehr effektiven Hit eines 4-Level stärkeren Pokémon. Genau. Du bist auch... Ich? Das wäre auch mit dem Knofenser knapp geworden. Ha! Es lebt. Es klebt. Oh ja, ich muss dir nachher noch ein wunderbares Bild zeigen. Was wirklich sehr wunderbar ist. Was denn? Früher, übrigens hast du auch früher mit B nach unten versucht, deine Pokémon zu fangen. Ich habe alles an Knopfkombinationen probiert, was sich so in Gerücht hielt. Bei uns hielt sie, also irgendjemand hat mir mal gesagt, B runter klappt das und mit B okay. Runter hat es geklappt. Und ich kannte BA so. Okay. Bewegte sich an Land, bedeckte seinen gesamten Körper mit einem schleimigen Giftfilm. Sehr niedlich. Stand da gerade bei Spezies Fisch? Das ist doch kein Fisch. Fisch mit Ü übrigens, schreibt man das Leute? Ja. Was sagen Sie dazu, Herr von und zu Computerlinguist? Ich glaube Y, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Rattan. Ich würde sagen Flucht. Ja, denn wir wollen gerne... Früher haben wir leider auch noch... Pow! Pow, Superball. Früher haben wir leider auch noch keine Erfahrungspunkte bekommen für das Fangen eines Pokémon. Na, das schreit doch Glanz nach verstecktem Item. Superball. So eine Orte immer aufsuchen. Weil da muss irgendwas liegen. Da. Guten Abend, du bist spät dran. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Dim. Guck mal, Leute, wir haben schon 4 Pokémon. Also, warum sie immer mein Ei mit drauflegen, verstehe ich zwar auch nicht, aber. So. Felino. Status, was kann denn Felino Schönes? Aquaknarre und Rutenschlag. Ja gut, Felino können wir jetzt demnächst auch schön trainieren. Ich tausche das mal hoch mit dem Ei. Zack. Nee. Okay. Felino bekommt als Item eine Beere. Damit es sich selbst heilen kann. Genau, aber Flame bekommt auch eine, aber wir haben noch nichts Besseres. Ja, ich verteile einfach mal Items. Der spendable Bloody Fox. Gibt die Beeren, als wenn es... Das ist ein Flug-Pokémon-Trainer. Ich bin doch blöd. Warum habe ich da mein Pflanzen-Pokémon vorne? Achso, weil das noch den einen EP braucht. Rico will kämpfen und schickt jetzt ein Taubsi in den Kampf. Das werden wir. Ganz kurz, Status. Ja, er braucht wirklich noch ein EP, ernsthaft. Den hat er jetzt schon sicher? Tausch.
Nur Fenser, genug, komm zurück. Los, Flame! Das Vieh kann ja noch nicht mal eine Flugattacke, egal. Ich kann mit meiner Pflanzenattacke trotzdem nicht viel ausrichten. Knuffenser lernt. Ach, Wickel. Wickel. Eine wunderbar nervige Attacke. Ja. Greift weiter an. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Ach, ich mache jetzt keinen EP-Spam. Zumal das hier ja auch noch anders berechnet wurde und so. Und ach. Ich muss mal auf. Erinnere mich gleich mal daran, dass ich auf folgend stelle. Im Kampfstil? Ja. Das ist zwar in manchen Kämpfen sehr nützlich, eigentlich das auf Wechseln zu haben, aber. Weil man sich halt einen ganzen Zug spart, aber wir spielen halt die Hardcore-Version. Wir spielen folgend. Dann muss man halt ein wenig predikten. So. Ich meine, da die selber nicht wechseln, du solltest mich erinnern, du hast mich nicht erinnert. Kampfstil, mach mal bitte folgend. Sehr schön. Genau. Drucken normal. Ja, man kann auch dunkel und hell drucken einstellen, aber ich habe mal nicht mal einen Drucker. Was ist das für eine... Du hast doch aber einen, ne? Ich habe einen, ja. Nee, einen Gameboy. Ich habe eine Kamera. Den Printer habe ich leider noch nicht. Stimmt, den wolltest du haben, aber Mario hat ja keinen da. Ja, wir haben hier in unserer wunderbaren Heimatstadt einen Gebrauchtspieleladen, der alles an Zeug hat, was man sich vorstellen kann. Nicht immer alles, aber oft alles und viel. Und der Besitzer heißt Mario und das ist einfach nur... Witzig! Und die Gameboy-Kamera wieder. Also echt witzig. Eigentlich müssten wir da mal wieder hin, allerdings geben wir sowieso schon viel zu viel Geld aus. Sowas, ne? Das stimmt allerdings, ja. Aber nee, es gibt einfach nicht zu viel, solange es dich glücklich macht. Ich habe nicht erwartet, hier auf jemanden zu treffen. Ja, es gibt nicht zu viel, aber irgendwann ist es halt zu wenig. Das ist halt. Wanderer Karel. Oh mein Gott. So. Mein Controller ist rausgegangen. Dein Controller ist ausgegangen. Warum auch immer. Jetzt hat er noch. Ah, der Akku war aber noch. Klassischerweise mit Kampf- und Boden-Pokémon ausgestattet. Ja, klassischerweise ist Knuffenser auch sehr effektiv gegen Boden-Pokémon. So ist das. Gegen Gesteins-Pokémon. Allerdings Onix, ein schon immer sehr schnelles Pokémon. Aber keine Chance. Ha! Wow. Ich überlege noch, wenn man hier ein Pokémon tauscht, es ist, glaube ich, so, dass das getauschte Pokémon das Level des eingetauschten Pokémon entspricht. Da bin ich mir aber nicht sicher. Weil dann könnte man ja wirklich noch das Knuffenser gegen einen. Also wenn ich jetzt noch ein Knuffenser hätte, könnte ich mir noch ein Onix holen. Das Onix würde schneller wachsen und ich könnte es später entwickeln. Und Onix ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes Pokémon. Ich mag diese Kampfmusik. Auch die Höhlenmusik ist geil. Ein Bergstein, nee, ein Wanderer heißt noch Burkhardt. Wo habe ich das schon mal gelesen, jetzt letztens erst? Ich dachte, ich hätte es irgendwo gelesen. Den Namen Burkhardt? Ja. Ich glaube, vor der Höhle, wenn wir sie gleich verlassen, steht auch ein Wanderer. Der durfte dir auch seine Telefonnummer geben. Ich möchte seine Telefonnummer geben. Ich glaube, im ganzen Spiel verteilt hast du von jeder Trainersorte einen, der dir was gibt, also Camper, Schönheit. Also ich weiß schon auf jeden Fall, dass ich von jemandem die Nummer haben will, von einer Picknickerin, glaube ich, ist das. Ich weiß genau, wo sie ist und ich weiß, dass ich ihre Nummer will, wo sie mir später... Ein Kindheitsschwarm? Ja, so ungefähr. Nein, es gibt bestimmte Trainer, die rufen mich an und geben mir nette Hinweise, zum Beispiel über gesichtete Pokémon, die relativ selten sind oder manchmal, wenn mich nicht alles täuscht, sogar über Items, die sie mir dann geben, die ich sonst gar nicht bekommen kann. Was? Hier schon in der Generation? Ich weiß nicht, oder in den Remakes, ich weiß es nicht genau. Okay. Auf jeden Fall sind auch manche davon recht nützlich. So, wie wäre es jetzt mal mit Filino wechseln zum Trainieren? Wir könnten es versuchen. Filet wechseln. Los, Filet. Fili. Na, wie auch immer. Ach so, das geht ja nicht. Zubats Superschall verwirrt meinen Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. Ja, eigentlich ist die Verwirrung nach dem Kampf oder nach dem Einwechseln schon weg, aber das ist ja erstmal egal. Ein Feuerstocker. Wie sehr gut du das jetzt gerade predicted hast. Was? Du hast gesagt, ich soll Felino einwechseln. Knuffenser wäre hier der Tod gewesen. Also, wenn er nachher noch Feuer-Pokémon bringt.
Na, Gift muss auch nicht sein, aber. Aber es ist dasselbe Level. Level. Wir sind tatsächlich ein bisschen im Vorteil. Aber nur ein kleines Stückchen. Das Problem ist halt, Rutenschlag bringt uns nicht viel, weil die den Angriff zu, die Verteidigung zu senken, wenn wir speziell angreifen. Ja, ich erwähnte es bereits, ist relativ blöd. Ha. Es heilt sich. Unsere Beere kickt in. Immer eine Überraschung. Ja, wobei, das muss ich sagen, da finde ich noch besser in der dritten Generation die Bärenvielfalt und gerade weil es dann die Citrobeere später noch gibt. Das dürfte Level 7 heißen. Weil eine normale Beere bringt jetzt nicht so viel. In den Anfangsleveln ja, aber später. Noch ein Zauber. Sind 10 KP nicht unbedingt. Citrobeere bringt 30. Was? Citrobeere in der dritten Generation bringt dann 30 KP. Ah, okay. Das ist wieder eins zu weit für mich. Ja, ich weiß. Das könnten wir schaffen. Wenn das Smogon mal daneben tackeln sollte. Was es allerdings nicht gewillt ist zu tun, weswegen wir jetzt gerade mal... Na komm, einmal noch. Komm, no risk, no fun. Wie war das mit dem wählerischen CD-Spieler? Haha. No disc, no fun. Ja. Wir machen jetzt nämlich einen Volltreffer. Verdammt! Ja, so geht's auch. Gib mir die Beere, genau. Felino, friss. Und oder stirb. Wenn der jetzt einen unnecessary crit gelandet hätte. Das war unnötig. Knappe Nummer, aber wir haben's geschafft. Knappe Kiste. Übrigens muss man immer nach dem ersten Orden durch irgendeine Höhle, kann das sein? Ich bin durch. Schicke einen Teil nach Hause. Guck mal, ob da ein Item liegt. Warte mal, ich muss erstmal wieder Knofenser nach vorne stellen. Nichts gegen Felino, aber ich möchte jetzt keinen Trank auf es verschwenden. Nein, da liegt kein Item. Radfratz, was ist denn das? Na, ich hab doch gesagt, ein Radifratz. Wie so eine Art Furunkel. Ja, eigentlich ist ja, wie sagt man so schön zu Zubat, Cave Herpes. Cave Herpes? Ja. Das ist mir auch neu. Tja, wir haben schon zwei Superb Balls. Was? Du bist jetzt wirklich ein Ratzfratz? Ja, ich fange mir jetzt einen Ratzfratz. Weil Pokédex vervollständigt ist. Es hatte gerade so wenig KP noch übrig, dachte ich. Scheiß drauf. Hättest du fast einen Pokéball verwenden können. Das hab ich doch. Wo es Futter findet. Es ist den ganzen Tag auf der Suche nach etwas Essbaren. Das kenne ich. Hast du nicht geguckt, habe ich Pokéball verwendet? Hast du Pokéball verwendet? Ja, habe ich Pokéball verwendet. Ich habe gedacht, du hast wirklich jetzt irgendwie Hyperball oder so. Nein, will ich nicht. Habe ich noch gar nicht. Ich dachte, wie behindert ist der denn wirklich? Und dann, oh, was ist das? Ist der Item. Weißt du jeder. Geodude. Geodude. Ich finde den englischen Begriff einfach so. Ja, ist auch. Weil Erdkumpel. Ja. Also, das klingt schon episch, oder? Erdkumpel. Erdkumpel wurde besiegt. Oh ja, und die Zeichenbegrenzung hier auf den kleinen Bildschirm, weshalb halt so viele Sachen abgekürzt sind, wie zum Beispiel die Giftbeere. Und die Antiparbeere. Die Antifa-Beere. Wer kennt sie nicht? Angriff. Zumindest immer Items gewesen, die ich verkauft habe. Vertickt habe, ja. Natürlich. Jeder. Da gehen wir später erst weiter, weil da kommen wir später auch erst weiter, weil da brauchen wir dann Surfer. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwas Nützliches aber. Da müssen wir später auf jeden Fall nochmal hin. Kleines Feature. Ihr seht unter dem ersten R von Radfratz einen schwarz-weißen Pokéball, der anzeigt, dass das Pokémon, gegen das wir kämpfen, bereits von uns gefangen wurde. Also wissen, nicht das Pokémon, gegen das wir kämpfen, aber... Ja. Ja, natürlich nicht. Nein. Wir kämpfen noch nicht gegen unser eigenes Pokémon. Viel zu sammeln, aber auch viel zu kämpfen. Oh! Das nix. Wäre dann jetzt dann doch eine Chance. Chance. Sei denn, du machst es jetzt mit einem... Bam.
Das ist nicht sehr effektiv. Ich weiß. Alleine Schaden durch Knuffelgas Wicke. Au, es schreit mich an. Hör auf damit. Kann man noch einen Wickel draufhauen? Ich glaube. Frage ist nur, wozu? Vielleicht macht es über die Dauer dann Langzeitschaden, Doppelschaden. Nein, das ist ja nicht Toxin. Ja, ich weiß. Ja, aber... Nimm mal einen Superball. Oder? Radfratz? Felino? Felino? Vielleicht Felino? Aquaknarre? Ja, Aquaknarre. Doppelte Effektivität. Bam, weg das Vieh. Schluckfehl. So. Tackle. Ich weiß nicht, ob jetzt der Wickel noch wirkt, wenn ich es ausgetauscht habe. Quatsch. Stimmt. Ben Tackle. Onyx Ben Tackle. Wer auch immer Ben ist. Wenn es jetzt besiegt ist. Nein. Haha, sehr gut. Wow. Was eine Verteidigung. 11 Level höher und es macht nichts. Also, da hat der Wickel fast mehr Schaden gemacht. Also, das ist jetzt übertrieben, aber. Komm, einmal hauen wir noch rein. Bam. Und dann sollte es. Na, wir können noch einen versuchen. Selbst mit dem Crit sollte es jetzt nicht besiegt sein, ne? Nee, aber man ist eigentlich immer gut dabei, wenn der Balken schon gelb wird. Jetzt dürfte es aber. Auch mit dem Pokéball machbar sein. Genau, und vor allen Dingen wäre das jetzt gefährlich, wenn ich jetzt nochmal drauf haue. Hm. Oh, nix. Will nicht drin bleiben. Was soll denn das denn hier? Wir haben tatsächlich bisher erst einen Super getroffen. Das ist schon ziemlich krass. Ich hau einen Superball drauf, scheiß drauf. Onix ist ein Basis-Pokémon, das heißt, es hat. Nein, eigentlich ist ein Stufe 1 Pokémon ab diesem Spiel. Tja, dann bleibt dir, glaube ich, nichts anderes übrig, als nochmal zu tackeln. Ich tackle dich weg, bin jetzt ein Crit. Im Gegenteil. Mensch, oh nix, komm, Mann. Bleib doch jetzt mal drin. Was soll denn das hier? Was soll denn das? Ich meine. Pokéball, Mensch, fang doch mal das Vieh. Hm? Hm? Zack. Für Onix wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Felsnatter. Doch diesen Eintrag schauen wir uns auch erst im nächsten Part an. Das Bis dahin und wieder. Tschüss. Macht's gut.